Also das Raumkonzept in Schwerin finde ich wirklich klasse. Wir haben da ja die zwei Bereiche Project Space und Workspace. Den Project Space, wo man sich auch gerne mit zusammenarbeiten kann, mit Kollegen ein Thema bearbeiten kann, und dann der ruhige Bereich, wenn man eigenständig ist, für den Workspace. Ich bin ja in Stuttgart, da haben wir es ein bisschen anders da aufgeteilt. Es gibt auch einen, ja, sozusagen so einen klassischen Büroraum und dann einen zweiten Raum, wo man dann auch sich mal für Besprechungen zurückziehen kann. Allerdings sind wir halt viel weniger auch, und es ist ein, ja, kleinere Räumlichkeiten. Von daher können wir es nicht ganz so leben, wie wir es in Schwerin vorhaben. Ja. Das kommt drauf an. Also je nachdem, was ich für Tätigkeiten habe, was ich, wenn ich jetzt konzentriert mal arbeiten möchte, dann bin ich natürlich im Workspace. Aber wenn gerade irgendwas zusammen mit meinem Kollegen arbeiten möchte, dann, oder auch ja, vielleicht Themen sind, wo ich noch recht neu oder das erste Mal mache und dann öfters mal Rücksprache halten möchte, dann gehe ich auf jeden Fall in Project Space. Am liebsten arbeite ich hier im Project Space, dadurch, dass man halt auch mal Telefonate annehmen kann, mit den anderen zusammenarbeiten kann, auch die anderen Möglichkeiten mal hat. Mein Stehen zu arbeiten, kann man drüben auch, aber meinen Sitzsack zu diskutieren, ein bisschen auf den Whiteboards Ideen zu sammeln. Das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich tatsächlich mit meinem Team zusammen an Projektarbeit tätig bin, finde ich unseren Surface Hub unten ganz toll, weil mein Team meistens nicht am selben Ort sitzt wie ich und ich dadurch dezentral gut arbeiten kann. Und wenn ich eher alleine was mache, dann kann es durchaus sein, dass ich mich in irgendeinen unserer kleineren Meetingräume alleine zurückziehe, einfach um wirklich Ruhe und fokussiert arbeiten zu können. Also ich sag mal, am häufigsten in unserem Bürokontrakt, das ist der, ja, ich sag jetzt mal Workspace-Bereich, liegt einfach daran, weil wir halt da einen zweiten Bildschirm haben und in unserem anderen, in dem Project-Space-Bereich, leider nicht. Und das ist doch relativ hilfreich, eben auf dem zweiten Bildschirm zu arbeiten. Aber sonst, gerade wenn ich mit Kunden spreche, dann gehe ich schon lieber rüber in den Project Space, weil man da meistens alleine ist und dann auch ungestört.